Für mich bei weitem die tollste Funktion von Dropbox ist aber die Integration ins Betriebssystem. Auf der Dropbox-Seite kannst du das Programm herunterladen und es entsprechend installieren. Auf dem Mac landet es wie üblich im Programmeordner und wenn du es das erste Mal startest, so musst du dich einmal anmelden mit deinem Benutzernamen und Passwort und künftig hast du im Mac in dieser Menüleiste dieses kleine Symbol mit einem grünen Haken, das heißt, jetzt ist es fertig mit Synchronisieren. Alle Dateien, die du hier auf dem Computer hast, sind auch aktuell im Internet vorhanden. Beim PC ist es unten rechts dieses Symbol. Und so funktioniert's. Über Dropbox-Ordner öffnen, kommst du zu diesem Ordner im Finder bzw. im Windows Explorer, wenn du Windows-User bist. Und hier hast du sogleich Zugriff auf all deine Dateien. Alles, was du hier reinziehst, du siehst, es gibt kurz ein Wechsel des Symbols und schon wieder den grünen Haken, das heißt, diese Datei ist aktuell. Wenn du diese Datei umbenennen willst, so geht es einen Sekundenbruchteil und schon ist sowohl im Internet als auch auf deinem Computer diese Umbenennung vollzogen. Und so bist du natürlich noch viel schneller, du musst also nicht immer ins Internet. Leider funktioniert diese Funktion nur auf einem persönlichen Computer, nicht auf einem Serversystem, wie wir sie an unserer Schule haben. Aber alle weiteren Funktionen wie Dateien freizugeben im Public-Ordner funktionieren auch hier über den Rechtsklick öffentlichen Link kopieren und du kannst diese Datei per Mail versenden bzw. den Link zu dieser Datei. Und genauso siehst du im Rechtsklick in diesem Kontextmenü, dass du dir die früheren Versionen anzeigen kannst. Das passiert aber nach wie vor über diese Dropbox-Website. Also hier wirst du einfach automatisch zur entsprechenden Seite im Web verwiesen.